Gut. Also, was ist die Informationstheorie eigentlich? Wann Menschen oder auch Maschinen untereinander sprechen, dann tauschen sie normalerweise ihre Nachrichten aus. In der Informationstheorie hat man sich lange damit beschäftigt, wie der in der Nachricht enthaltene Informationsgehalt, also die Information, quantitativ berechnet werden kann. Und eines dieser Ergebnisse davon ist vom Shannon in der Shannonschen Informationstheorie beschrieben. Die Informationstheorie versucht, die Information in ein technisches System zu packen. Das heißt, es wird versucht, die technische Information vom täglichen Sprachgebrauch abzugrenzen. Die Pragmatik wird dabei allerdings nicht betrachtet, also der eigene Inhalt der Information, der eigentliche, beziehungsweise der Zusammenhang der Information, der vor allem für uns Menschen wichtig ist, wird dabei außer Acht gelassen. Also wenn ich einen willkürlichen Satz hernehme, zum Beispiel, ich sitze in der Nachrichtentechnikübung, dann hat dieser informationstheoretisch betrachtet die gleiche Information wie in der ich Nachrichtentechnik sitze Übung. Es sind die gleichen Wörter, die informationstheoretisch den gleichen Wert besitzen. Es sind die gleichen Wörter, nur in einer anderen Reihenfolge. Wie das so oft der Fall ist in der Informationstheorie bzw. in automationsgestützten Systemen, wird auf mathematische Beschreibungen bzw. die Mathematik im Allgemeinen zurückgegriffen. In der Informationstheorie wird dabei hauptsächlich die Wahrscheinlichkeitstheorie verwendet. Kommen wir zu einigen wichtigen Begriffen, die uns in der Übung noch verfolgen werden. Eines davon ist der Begriff Daten. Also was sind Daten eigentlich? Daten sind Informationen im technischen Sinn. Also für uns in der Informationstheorie interessant. Sie bestehen aus einer Syntax, also der Menge der möglichen und zugelassenen Zeichen, und einer Semantik, also der Bedeutung der Zeichen. Stellen Sie sich das Alphabet vor oder wie es hier dargestellt ist in einer ASCII-Tabelle. Wenn Sie einen Buchstaben noch nie gesehen haben, zum Beispiel diesen hier, beziehungsweise im theoretischen Kontext gesehen das System das Zeichen noch nie gesehen hat, dann hat es für Sie auch keine Bedeutung. Ebenso sind die Anordnungen verschiedener Buchstaben zu bestimmten Wörtern Daten. Ein weiterer Begriff ist dann die Nachricht, und Nachrichten im Vergleich dazu sind Informationen, mit denen auch Menschen etwas anfangen können. Sie bestehen aus den Daten und einer Pragmatik. Ohne diese sind Informationen für den Menschen, wie ich vorher mit dem Satz auch verdeutlicht habe, meist nur schwer verständlich. Nehmen Sie als anderes Beispiel zum Beispiel das Wort Bank. Sie können Bank verwenden für das Geldinstitut oder Bank als Sitzgelegenheit. Die Daten, also das Wort, sind in beiden Fällen die gleichen, aber ohne der Pragmatik, also der Bedeutung im Zusammenhang mit zum Beispiel Ihrem Gespräch, wissen Sie nicht, welches der beiden gemeint ist. Bei der Codierung handelt es sich um eine Abbildungsvorschrift für die Daten. Das kann zum Beispiel die vorhin genannte Zuordnung von Zeichen des Alphabets zu binären Wörtern sein. Dabei gibt es verschiedene Codierungsarten, und Shannon hat diese in seiner Arbeit mit Quellcodierung, Verschlüsselung und Kanalkodierung definiert. Wenn wir uns dazu ein vereinfachtes Übertragungssystem anschauen, dann besteht das allereinfachste Übertragungssystem aus einer Datenquelle, einem Kanal zur Übertragung und einer Datensenke. Die Datenquelle ist dabei irgendetwas, das Daten aussendet. Es kann ein Computer sein, das kann ein Mensch sein. Die Datensenke ist der Ort, zu dem die Daten hingelangen sollen.
Die Datenquelle liefert also in irgendeiner Form Daten, die dann in der sogenannten Quellcodierung kodiert werden. Welche Daten die Datenquelle aussendet, ist eigentlich unerheblich. Das können analoge Daten wie die Sprache, Texte, Bilder sein oder auch Musik. Die Daten werden dann in Symbolen abgebildet, sodass ein automatisiertes System damit umgehen kann. Diese kodierten Symbole werden dann im einfachsten Fall über einen Kanal übertragen. Die Verschlüsselung, Kanalkodierung und Modulation interessieren uns in dieser Übung hier nicht. Da geht es wirklich rein nur um die ersten beiden Blöcke, also die Quelle und die Quellkodierung. Nach der Übertragung gibt es natürlich auch wieder einen Weg zurück, wo die übertragenen Symbole dann wieder so umgewandelt, also dekodiert werden, damit die Datensenke diese versteht. Das heißt also, aus den übertragenen Symbolen wird wieder Sprache, Text oder ähnliches. Was ist jetzt also der Unterschied zwischen Quell- und Kanalkodierung? Ich habe hier zwei Bilder vorbereitet, beziehungsweise bis jetzt nur eines freigeschalten. Und meine Frage an Sie ist, was sehen Sie auf dem Bild? Zwei Kinder. Ja, noch etwas? Ein Wo? Trampolin. Ja, genau. Was haben die Kinder an? Von der Farbe vielleicht? Ein weißes T-Shirt und ein rotes T-Shirt, beziehungsweise eine blaue Hose und eine braune Hose. Ja, genau. Genau, Sie sehen zwei Kinder auf einem Trampolin. Und obwohl das Bild, was hier rechts dargestellt ist, stark verpixelt ist, also es ist die Auflösung von dem links auch nicht perfekt, aber es ist zumindest ein Unterschied erkennbar. Haben Sie das Bild, also die Daten der Datenquelle erkannt? Die genauere Auflösung bringt Ihnen eigentlich keine zusätzliche Information. Sie haben zuvor zwei Kinder gesehen und das Trampolin und deren Gewand. Und Sie sehen mit der höheren Auflösung die Kinder mit dem Trampolin und dem Gewand. Also rein technisch betrachtet haben Sie durch die höhere Auflösung keine zusätzliche Information erhalten. Bei der Quellkodierung jetzt versucht man, die unnötige, redundante Information aus den Daten zu entfernen und diese Daten möglichst effizient darzustellen. Beispielsweise haben Sie einen Übertragungskanal, zum Beispiel eine Mobilfunkverbindung. Und Sie möchten dann ja möglichst viel Informationen und nicht nur redundante Informationen, die Sie ohnehin schon kennen, übertragen. Das Gleiche ist, wenn ich hier als Beispiel eine Datenquelle ich selbst bin und ich spreche, dann interessiert Sie, jedes Wort, ja, auch nur einmal. Jedes zweite Wort von mir war jetzt also redundant und hat für Sie keine zusätzliche Information gebracht. Bei der Kanalkodierung hingegen wird dann mit Absicht etwas hinzugefügt. Dies dient der Fehlersicherung und um Fehler, die während der Übertragung aufgetreten sind, am Empfänger, also dann bei der Datensenke, korrigieren zu können. Im technischen Sinn wird es oft durch Paritätschecks oder CAC oder ähnliches dann gemacht. Wenn wir jetzt Datenquellen ganz einfach unterscheiden, sehr vereinfacht, dann gibt es Datenquellen, die nur eine bestimmte Anzahl verschiedener Zeichen erzeugen können, die sogenannten diskreten Datenquellen und kontinuierliche Datenquellen. Die diskreten Datenquellen sind im Grunde zum Beispiel alle digitalen Systeme, die im Wesentlichen 0 oder 1 liefern können. Kontinuierliche Datenquellen dagegen sind eigentlich alle analogen Signale, wie etwa die Sprache, Musik, sämtliche visuellen Reize. Und alle diese Signale haben die Eigenschaft, dass eine unbegrenzt große Anzahl an verschiedenen Möglichkeiten, also Zeichen, existieren.
Man kann diese kontinuierlichen Datenquellen auch als diskrete Datenquellen darstellen, indem einfach die Zeichenanzahl der diskreten Datenquelle als unendlich angenommen wird. Wenn einen die gewissen Zwischenwerte aber nicht interessieren, kann ich ein Signal nur zu gewissen Zeitpunkten abtasten, also alle Werte zwischen zwei Zeitpunkten verwerfen und nur zu gewissen Punkten diskret abtasten. Die Grundlage dafür liefert uns auch Shannon mit dem Shannon'schen Abtasttheorem. Das Abtasttheorem sieht folgendermaßen aus. Ein analoges Zeit- und wertkontinuierliches Signal kann zu gewissen Zeitpunkten aufgenommen, also abgetastet werden. Dadurch entsteht ein zeitdiskretes Signal, welches aber im Wertebereich immer noch unendlich viele verschiedene Zustände besitzen kann. Diese Zustände können dann in weiterer Folge von einem Digitalsystem, also in der Regel einem analog zu Digitalkonverter, auf bestimmte mögliche diskrete Werte umgewandelt werden. Durch diese Umwandlung kommt es aber dann auch zu einer Änderung im Frequenzbereich. Also wenn Sie das ganze Signal Fourier transformieren, wie Sie es hier sehen, wenn Sie von der oberen Zeile auf die untere Zeile gehen, dann werden die vorkommenden Frequenzen gespiegelt und vervielfacht, wie Sie es rechts hier unten sehen können. Etwas anders dargestellt sehen wir hier unter A nochmal ein Signal im Frequenzbereich. Das Shannon-Theorem oder wie es manchmal auch bezeichnet wird, Nyquist-Shannon-Theorem, man weiß nicht so genau, wer dann wirklich der Erste war von den beiden, besagt, dass die Abtastfrequenz eines Signals, also FS, S steht hier für Sampling, mindestens doppelt so groß sein muss, wie die höchste im abzutastenden, wie die höchste Frequenz des abzutastenden Signals. Wenn dies der Fall ist, wird das Signal im Frequenzbereich so vervielfacht, dass keine Überlappungen entstehen, wie es hier in Fall B dargestellt ist. Im Fall C ist hingegen der Grenzfall, da ist die Abtastfrequenz genau gleich groß wie die höchste Signalfrequenz. Und Sie können sehen, dass die vervielfältigten Signale an den Eckpunkten genau zusammenstehen. Das ist aber gerade noch okay. Schlussendlich, wenn Sie das Abtasttheorem verletzen, also die Samplingrate dann zu gering ist, überlappen sich die Signale im Frequenzbereich, wie hier unten dargestellt. Durch die Überlappung entstehen dann Störungen und Sie können das ursprüngliche Signal nicht mehr bzw. nicht mehr fehlerfrei rekonstruieren. Wenn wir nun zu dem Grundmodell der Informationstheorie weitergehen, dann ist die einfachste Datenquelle, die es gibt, die sogenannte diskrete gedächtnislose Quelle. Diese Quelle sendet also sendet gewisse Zeichen von einem vordefinierten Zeichenvorrat aus. Die Quelle, wie der Name schon sagt, ist aber gedächtnislos, das heißt, zum Zeitpunkt T weiß die Quelle nicht mehr, was sie zuvor ausgesendet hat. Ein Vergleich dazu wäre vielleicht aus der Mathematik das sogenannte Würfelexperiment. Das kennen Sie vielleicht, beziehungsweise es ziehen mit Zurücklegen. Dabei kommt jedes Zeichen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vor. Also Sie können, wenn Sie einen Würfelbehälter haben, wo Sie 7 blaue Würfel und 3 rote Würfel haben, dann ist klarerweise, wenn Sie ohne in den Behälter hineinzublicken einen Würfel ziehen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein blauer Würfel herauskommt, höher als ein roter Würfel. Die einfachste dieser Quellen ist eine Binärquelle. Durch den binären Zeichenvorrat
haben Sie genau zwei Symbole, nämlich eine 0 und eine 1. Ihr Symbol 0 wird dabei mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausgesendet, das Symbol 1 mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus der Wahrscheinlichkeit des Zeichens 0, da in Summe ja nur 0 und 1 ausgesendet werden können und als Normbedingung gelten muss, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Zeichen 1 ergeben muss. Nun haben wir uns schon ein wenig mit den Datenquellen beschäftigt. Betrachtet man nun aber unser vereinfachtes Kommunikationssystem, brauchen wir aus der informationstheoretischen Betrachtung als nächstes die Quellkodierung. Für unsere Darstellung betrachten wir hier nur binäre Quellen, der Einfachheit halber. Die Quellenkodierung hat dabei das Ziel, die Zeichen der Quelle in eine Binärzeichenfolge zu konvertieren. Dabei gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Codes, die dann erzeugt werden können. Das eine sind sogenannte Blockcodes, die haben eine konstante Länge, egal wie häufig oder selten die Zeichen einer Quelle vorkommen. Wenn Sie also eine Quelle haben, die beispielsweise 8 verschiedene Zeichen kennt, hat jedes dieser Zeichen eine Wortlänge von 3 Bit. Sie wissen ja, binäre Basis 2, weil Binärzeichen und 2 hoch 3 ist 8, also 3 Bit. In automatischen Verarbeitungssystemen haben diese Codes oft einen Vorteil, da ich in den Binärdaten nicht raussuchen muss, wo welches Zeichen beginnt, sondern ich fix sagen kann, zum Beispiel alle 8 Bit kommt ein neues Zeichen. Als Beispiel, der ASCII-Code funktioniert so, da ist ein E zum Beispiel kommt viel häufiger vor als ein Z und dennoch ist das Binärzeichen für ein E gleich lang wie für das Z. Aus informationstheoretischer Sicht ist die Darstellung mit konstanter Wortlänge aber vielleicht nicht immer optimal, weil zum Beispiel manche Zeichen häufig und andere Zeichen sehr selten vorkommen und dadurch dann die Redundanz sehr groß wird. Aus diesem Grund gibt es auch die Möglichkeit, Codes mit variabler Länge zu verwenden, wie das zum Beispiel der Huffman- oder Fano-Code ist, wo häufig vorkommende Zeichen mit einem kurzen Binärwort und selten vorkommende Zeichen mit einem langen Binärwort verknüpft werden. Damit kommen wir auch schon zu den wichtigsten Formeln. Das erste wichtige ist der sogenannte mittlere Binärstellenaufwand. Der mittlere Binärstellenaufwand entspricht der durchschnittlichen Anzahl an Bits, die pro Zeichen zur Darstellung dieser Zeichen notwendig sind. Wenn wir einen Code haben mit konstanter Blocklänge, wie zum Beispiel den Blockcode, dann haben ja alle Codewörter die gleiche Länge, also wie zum Beispiel im vorigen Beispiel 3 Bit. Wenn wir nun den Durchschnitt daraus rechnen, ergibt es wieder den gleichen Wert. Der Durchschnitt von immer 3 ist ebenso 3. Für variable Codes wie eben Huffman- oder Fano-Codes wird dagegen der mittlere Binärstellenaufwand gerechnet als die Summe über alle Zeichen, also von i gleich 1 bis n, von der Länge des Wortes mi, also der Anzahl der Bits für das Wort i, mal der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der einzelnen Zeichen. Vielleicht dazu gleich ein Hinweis, da dies manches Mal für Verwirrung sorgt. Technisch gesehen sind ja Bits die kleinste Einheit, also 0 oder 1. Und auf meinem Kanal können auch nur ganzzahlige Einheiten davon übertragen werden. Sie können ja nicht einen halben 0 oder einen halben 1er übertragen. Rechnerisch gesehen kommen Sie hier in dieser Formel aber möglicherweise auch auf reelle Zahlen, also Kommazahlen, was aus informationstheoretischer Sicht okay ist. Sollte bei der Prüfung aber die Frage kommen, wie viel Bits ein Code minimal oder maximal haben muss,
ist die Antwort klarerweise trotzdem ein ganzzahliger Wert, weil sie eben Wörter nicht mit Bruchstücken eines Bits darstellen können. Zum Informationsgehalt eines Zeichens. Der Informationsgehalt beschreibt den Zusammenhang zwischen der Information eines Zeichens und dessen Wahrscheinlichkeit PI und wird mit der Formel I von PI ist gleich minus der Logarithmus dualis von der Wahrscheinlichkeit PI angegeben. Also PI, die Wahrscheinlichkeit des Zeichens I. Häufige Zeichen enthalten daher weniger Information für den Empfänger als seltene und damit unwahrscheinliche Zeichen. Wenn wir beim deutschen Alphabet bleiben, wird der Buchstabe E sehr viel häufiger benutzt als der Buchstabe X. Wird also ein X vom Sender an den Empfänger gesendet, so erhält der Empfänger informationstheoretisch gesehen mehr Information, als wenn er ein E erhält. Daher haben verschiedene Zeichen auch einen unterschiedlichen Informationsgehalt. Ein sicheres Ereignis hat dabei für den Empfänger keinen Informationsgehalt. Als Beispiel vielleicht, ein Kollege sagt zu Ihnen, jeden Morgen wird es hell. Das Ereignis, dass morgen die Finsternis der Nacht verschwindet und es hell wird, ist mit hundertprozentiger Sicherheit eintretend und hat für Sie daher keine Information. Also es ist nichts, was Sie nicht schon wüssten. Der Informationsgehalt ist also null. Ein anderes Beispiel. Sie fahren auf einer Autobahn. Eine Autobahn kennen Sie. Visuell bekommen Sie hier einige Informationen mitgeteilt. Es gibt hier Leitlinien, eine Asphaltbahn, andere Autos, eine Leitplanke. All diese Elemente sind üblich und häufig auf einer Autobahn anzutreffen. Es ist also wenig Information oder Informationsgehalt darin enthalten. Angenommen aber, es war ein Sturm und einer der Bäume, die neben der Autobahn steht, wurde entwurzelt und liegt quer über die Straße. Sie werden mir zustimmen, dass dies eher selten vorkommt. Also die Information, Baum liegt auf der Autobahn, ist daher sehr unwahrscheinlich und bringt für Sie einen großen Informationsgehalt mit sich. Es wird nun also versucht, die Realität in der Informationstheorie mit einer mathematischen Formel darzustellen. Sie sehen auch hier dargestellt, dass der Informationsgehalt für rein hypothetische Werte, für die Wahrscheinlichkeit angenommen, für den Baum viel größer ist mit 9,96 als zum Beispiel für die Leitlinien mit 0,32. Also es ist ein Versuch, die Realität mathematisch darzustellen. Vom Informationsgehalt dann lässt sich der mittlere Informationsgehalt oder auch Entropie genannt ableiten. Um die Entropie und somit auch den Erwartungswert des Informationsgehalts messen zu können, kann man sich vorstellen, dass eine Anzahl von Fragen gezählt wird, die der Empfänger benötigt, um sein Unwissen zu beseitigen. Dabei darf der Sender auf Fragen des Empfängers nur mit Ja oder Nein, also binär, antworten. Auch soll die optimale Anzahl von Fragen gestellt werden, das heißt möglichst wenige. Darüber hinaus soll das Problem dann nicht nur für einen speziellen, sondern für alle möglichen Fälle, die mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit PI auftreten, behandelt werden. Fasst man alle diese Bedingungen zusammen, erhält man als quantitatives Maß der Informationsmenge oder eben Entropie H
die Formel H ist gleich minus der Summe über alle Zeichen von der Wahrscheinlichkeit des Zeichens I, PI, mal Logarithmus Duales von eben dieser Wahrscheinlichkeit. Sie erhalten also eine Formel für die Entropie, die angibt, wie viele nützliche Bits durchschnittlich in Ihren Daten stecken und wie viele Bits eigentlich keine Information enthalten. Wie Sie sehen, können Sie das Minus mit logarithmischer Rechenregel auch in den Logarithmus bringen. Dann ist der Minus der Logarithmus von etwas gleich der Logarithmus von 1 durch diesen Wert. Die Entropie wird auch als Maß der Unordnung bezeichnet. Also enthalten alle Zeichen viel Information, ist die Unordnung und damit die Entropie hoch. Gibt es viele Zeichen mit wenig Information, weil manche zum Beispiel sehr häufig auftreten, so ist auch die Entropie niedrig. Aus der Entropie kann man nun noch andere Formeln ableiten, nämlich die Redundanz. Dabei ist der mittlere Binärstellenaufwand gleich der Information, also der Entropie plus der Redundanz als Absolutwert. Die Summe aus Information und Redundanz wird dabei als Daten bezeichnet. Das sind die Daten, die übertragen werden. Also in den Daten haben Sie eine gewisse Nutzinformation und eben redundante Daten. Diese Formel lässt sich dann auch umformen, damit man die absolute und relative Redundanz erhält. Wir werden mit diesen Formeln gleich dann rechnen. Ein weiterer informationstheoretischer Begriff, der auch noch wichtig ist, ist der Informationsfluss H'. Dieser Wert gibt an, wie viel Information pro Sekunde übertragen wird. Hier vielleicht gleich als Hinweis, es gibt auch den Datenfluss. Der Unterschied ist, dass uns beim Informationsfluss nur die Information, also ohne Redundanz, interessiert, während beim Datenfluss das gesamte Datenaufkommen, also Information plus Redundanz, zu berücksichtigen ist. Das sei als Hinweis gleich mitgegeben, weil das bei Prüfungen oft ja, wichtig ist. Das H' wird berechnet aus der Entropie H mal der Zeichenrate RZ. Die Zeichenrate ist die Anzahl an Codewörter oder Zeichen, die pro Sekunde über den Kanal übertragen werden. Die Zeichenrate können Sie ganz leicht berechnen, indem Sie die Datenrate, also die Anzahl an Bit pro Sekunde, die übertragen werden, durch die Wortlänge, also ihr m quer, dividieren. Auf einem physikalischen Kanal, sei es über ein Kabel oder über Funk oder ähnliches, gibt es immer auch gewisse Einflüsse, die eine Signalübertragung beeinflussen. Das sind zum Beispiel das Rauschen, die Signalleistung, die Übertragungsbandbreite. Und all diese Faktoren haben einen Einfluss darauf, wie gut oder schlecht eine Übertragung funktioniert und wie viele Bitfehler bei dieser Übertragung auftreten. Also wie viele Bits meiner Kommunikation statistisch gesehen falsch ankommen. Shannon hat hier eine Formel entwickelt, die eine Grenze angibt, wie viele Daten bei gegebenen Parametern maximal theoretisch fehlerfrei übertragen werden können. In die Formel fließen die Bandbreite B und die Signal-zu-Rauschleistung, in Englisch Signal-to-Noise-Ratio, ein. Hier in der Formel ist die Signalrauschleistung als PS zu PN gegeben, wobei PS die Signalleistung und PN die Rauschleistung angibt. Wichtig dabei ist, dass dieses Verhältnis, dieses PS zu PN,
obwohl es normalerweise logarithmisch in dB angegeben wird, in der Formel immer linear verwendet werden muss. Im Normalfall müssen Sie diesen Wert also, wenn er irgendwo angegeben ist, vor der Berechnung erst entlogarithmieren. Aus dieser Kanalkapazitätsformel kann man nun zwei Bedingungen ableiten. Die erste ist, dass der Informationsfluss H' nicht größer sein kann als die Kanalkapazität. Das ist auch logisch ganz gut herleitbar. Sie können nicht mehr Informationen übertragen, als der Kanal überhaupt übermitteln kann. Ihr C, Ihre Kanalkapazität, ist also immer größer gleich Ihrem H'. Dieser Fall ist rein theoretisch, indem Sie nur die Information ohne Redundanz betrachten. Gehen Sie von einem Datenfluss aus, Sie wissen ja, Daten ist Information plus Redundanz, dann wäre die Grenze m quer, in welchen sowohl die Information als auch Redundanz enthalten ist, mal der Zeichenrate rz. Auch dieser Wert, der hier in der zweiten Formel angegeben ist, kann klarerweise nicht größer sein wie die Kanalkapazität c. Ein paar sonstige relevante Formeln noch. Es sind hauptsächlich logarithmische Rechenregeln. Also der Logarithmus dualis ist ja die Umkehrfunktion von 2 hoch y. Also in dem Fall L dx ist dann y. Die meisten Taschenrechner haben nicht die Möglichkeit, den Logarithmus dualis direkt auszurechnen, sondern bieten nur die Funktion für den 10er Logarithmus bzw. den natürlichen Logarithmus, also den ln. Und Sie können den 2er Logarithmus oder Logarithmus dualis berechnen, indem Sie den Logarithmuswert, also Logarithmus von 10, dividiert durch den Logarithmus der Basis, also den 10er Logarithmus von 2 rechnen. Oder eben auch den natürlichen Logarithmus des Werts durch den natürlichen Logarithmus der Basis 2. Damit haben wir nun alle Grundlagen, um ein paar Beispiele rechnen zu können. Zwischenzeitlich meine Frage, gibt es zur Theorie eine Frage? Oder auch mehrere Fragen? Gut, okay. Dann gehen wir zum ersten Rechenbeispiel. Das erste Rechenbeispiel schaut so aus, dass wir einen Signalvorrat aus 6 Zeichen haben, also die Zeichen A, B, C, D, E, F, welche im Verlauf einer Nachricht mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten auftreten. Die Wahrscheinlichkeiten sind hier gegeben mit die Wahrscheinlichkeit für das Zeichen A ist 6%, für B 18%, für C 3%, für D 48%, für E 20% und für F 5%. Und es gibt jetzt verschiedene Fragestellungen dazu. Und die erste Frage ist, berechnen Sie den mittleren Informationsgehalt, also die Entropie. Ja, vielleicht als Hinweis zum Anfang, wenn ich irgendwo zu schnell oder zu langsam bin, dann einfach melden, bitte. Ja, genau. Und als zweiten Hinweis, die Folien sind schon im Teach Center, also die Angaben haben Sie dann alle zur Verfügung. Ich werde zwischenzeitlich immer wieder dazu zurückspringen, damit wir es am Bildschirm haben. Aber generell haben Sie dann die Beispiele auch im Teach Center zum Download. Also um jetzt für das Beispiel 1 die Entropie, also den mittleren Informationsgehalt zu berechnen, haben wir die Formel schon gesehen. Die ist gegeben mit Entropie ist gleich H gleich
minus der Summe von i gleich 1 bis n, n die Anzahl der verschiedenen Zeichen, also in unserem Fall 6, von pi, also der Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Zeichens i, mal dem Logarithmus dual ist, dieser Wahrscheinlichkeit pi. In diesem Fall ist es relativ einfach. Sie haben in der Angabe alle Werte gegeben. Das heißt, Sie können schreiben, Ihre Entropie h ist gleich minus und dann eine große Klammer von 0,06, also die 6% des Zeichens a, mal den Logarithmus dualis von 0,06 plus 0,18 mal den Logarithmus dualis von 0,18 plus 0,03, die 3% des Zeichens c, mal Logarithmus dualis von 0,03 plus 0,48 mal den Logarithmus dualis von 0,48 plus 0,2 mal dem Logarithmus dualis von 0,2 plus die 5% vom letzten Zeichen mal Logarithmus dualis von 0,05. Also hier haben Sie den Informationsgehalt des Zeichens a. Zeichen B und so weiter. Wenn Sie dann weiterrechnen, können Sie, um das im Taschenrechner einzugeben, den Logarithmus Naturalis von der Basis 2, also ln2, vorziehen und haben dann in Ihrer Klammer nur mehr den Logarithmus Naturalis, also den natürlichen Logarithmus, der sich dann auch in den Taschenrechner eingeben lässt. Und ansonsten bleiben die Werte ja gleich, also ihre Wahrscheinlichkeiten sind nach wie vor die gleichen. Und wenn Sie das dann in den Taschenrechner eingegeben haben, erhalten Sie als Ergebnis für den mittleren Informationsgehalt in diesem Beispiel einen Wert von 2,02936 Bit pro Zeichen. Als Hinweis für die Prüfung vielleicht, vergessen Sie bitte, wenn Sie Ergebnisse angeben, die Einheiten nicht. Wir sind da relativ streng, also wir sagen, ein Ergebnis ohne Einheit ist kein Ergebnis, also bekommen Sie dann auch keine Punkte. Es gibt da nette Beispiele aus der Praxis, gerade was Raketentechnik betrifft. Da hat es schon Missionen gegeben, wo Inch mit Zentimeter, also da hat die NASA mit der ESA zusammengearbeitet, deren haben imperiale Maßeinheiten verwendet und die anderen das metrische System, und das Ganze hat dann in einem mehrere hundert Millionen Euro schweren Verlust eines Mars-Rovers geendet. Also bitte vergessen Sie die Einheiten nicht. Bei den Zwischenrechnungen ist es nicht so wichtig, aber bei den Ergebnissen. Wir haben damit das erste Ergebnis,
Was wir aber nicht wissen, ist eine qualitative bzw. quantitative Aussage, ob dieser Wert jetzt gut oder schlecht ist, bzw. wie gut oder schlecht er ist. Dafür gibt es die Redundanzwerte, die wir im zweiten Punkt berechnen wollen. Also, wenn ich zurückgehe zur Angabe, die Frage B ist, berechnen Sie die absolute und die relative Redundanz eines Zeichens bei Codierung mit einem 3-Bit-Blockcode. Die Formel dazu haben wir auf der Folie gesehen, die ist die absolute Redundanz groß R, ist der mittlere Binärstellenaufwand M quer minus der Entropie, also dem mittleren Informationsgehalt H. Aus der Angabe wissen wir, dass wir einen Blockcode verwenden sollen. Die wesentliche Eigenschaft vom Blockcode ist, dass jedes Zeichen i mit mi gleich 3 Bit konstant ist, also einen konstanten Wert hat. Wir wissen also, dass unser m quer 3 Bit ist. Nun haben wir für die absolute Redundanz eigentlich alles gegeben. Wir können einfach einsetzen und unser Groß R berechnet sich aus 3 Bit minus der zuvor erhaltenen Entropie H, also minus 2,02936. Und wir erhalten als Ergebnis 0,97064 Bit pro Zeichen, sofern ich mich nicht verrechnet habe. Nun sagt uns das noch immer nicht wirklich viel, ob jetzt dieses fast eine Bit gut oder schlecht ist an Redundanz. Normalerweise können wir mehr damit anfangen, wenn wir es relativ sehen, also wenn wir es im Verhältnis zum Gesamtaufkommen betrachten. Dazu haben wir die Formel für die relative Redundanz. Die ist gegeben mit klein r, ist unsere absolute Redundanz groß r, gebrochen durch unser m quer, also unsere Wortbreite, mal 100%. Wir erhalten also, wie viel Prozent der übertragenen Bit redundant sind. Und auch hierfür haben wir eigentlich alles gegeben und wir können einsetzen. Also unser klein r ist die gerade erhaltenen 0,97. Dividiert durch unser m quer, unsere 3 Bit pro Zeichen. Mal 100%. Sie sehen, die Einheiten hier kürzen sich weg. Sie sind im Nenner und im Zähler gleich. Und Sie erhalten, wenn Sie es ausrechnen, einen Wert von 32,35%. Das ist, sieht man jetzt schon, das ist ein relativ hoher Wert. Fast ein Drittel der übertragenen Zeichen enthalten keine Information. Im Idealfall wäre die Redundanz 0. Das heißt, nur Nutzinformation wird übertragen. Als kleinen Nebenexkurs, also wenn unsere Redundanz gleich 0 ist, im Idealfall, dann wäre unsere absolute Redundanz noch immer mit m-h gegeben. Das ist 0 und daraus folgt, dass unser mittlerer Informationsgehalt, unser h,
gleich ist wie der mittlere Binärstellenaufwand, also nur Nutzdaten übertragen werden. Damit kommen wir schon zum dritten Punkt, nämlich zur Zeichenrate, also wie viele Zeichen pro Sekunde können maximal auf einem gegebenen Kanal mit einer Bandbreite B gleich 1 Kilohertz und einem SNR von PS zu PN gleich 40 dB übertragen werden. Jeder Kanal, wie schon gesagt, egal ob Funk oder Kabel gebunden, hat gewisse Eigenschaften. Dazu gehören beispielsweise eben der Frequenzgang, eine Dämpfung, die in weiteren Recheneinheiten, vor allem dann bei der Kollegin Wenger, noch eine Rolle spielen wird, oder auch die sogenannte Kanalkapazität. Durch diese Eigenschaften des Kanals muss gelten, dass die Kanalkapazität C immer größer gleich dem Informationsfluss H' ist. Also unser C ist größer gleich H'. Also ich kann nicht mehr Daten über den Kanal übertragen, als dieser faktisch fassen kann. Wenn Sie vielleicht vergleichen einen Wasserschlauch und Sie füllen, also dieser Wasserschlauch ist der Übertragungskanal, und Sie füllen mit einem Trichter oben Wasser ein und unten läuft das Wasser wieder aus, dann können Sie oben zu einer gewissen Zeit auch nicht mehr Wasser einfüllen, als unten in einer gewissen Zeitspanne ausläuft. Im Maximum, und hier ist der Grenzfall gefragt in diesem Punkt, ist also Ihr C gleich dem H'. Aus der Theorie von den Folien haben Sie noch die Formel H' ist H mal RZ. RZ die Zeichenrate, H die Entropie. Nun, diese Formel ist allerdings nur gültig für eine Redundanz gleich 0. Ansonsten würden Sie C gleich H' verletzen. Wenn man so will, kann man also nun ein neues Symbol schreiben, zum Beispiel H2', das dann gleich ist mit M quer mal RZ, welche gilt für R ungleich 0, also wenn Sie Redundanz haben. Im Wesentlichen sind beide Formeln auch die gleichen. Also wenn Sie H sehen als M quer minus R, wenn ich richtig bin, und R ist gleich 0, R ist M minus H. R ist M minus H. Blödsinn. Entschuldigung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Redundanz 0 ist, ist M quer gleich H und Sie erhalten für H' und H2' die gleiche Formel. Vielleicht ein kleiner kurzer Zwischenhinweis wieder. Wenn Sie überprüfen wollen, dass eine Formel von mir oder auch von Ihnen, falls Sie bei der Prüfung eine entwickeln müssen, stimmt, können Sie das grob in einem ersten Schritt durch Überprüfen der Einheiten vornehmen. Also wenn Sie Ihre Formel hernehmen, H2' ist M quer mal RZ, dann haben Sie für M quer die Einheit Bit pro Zeichen und für RZ Zeichen pro Sekunde.
Ihre Zeichen kürzen sich weg und Sie erhalten als Einheit Bit pro Sekunde. Und die Bit pro Sekunde sind auch die Einheit, die Sie erhalten wollen, weil wenn Sie C gleich H' bzw. C gleich H2' betrachten, dann hat Ihre Kanalkapazität die Einheit Bit pro Sekunde und Sie haben die richtige Einheit erhalten. Wenn Sie nun also Ihr C gleich H2' annehmen, können Sie die gerade erhaltene Formel auch schreiben als C gleich M quer mal Zeichenrate RZ. Und nachdem Sie ja für die Rechnung die Zeichenrate benötigen, können Sie umformen auf RZ gleich die Kanalkapazität C durch M quer. Das M quer haben Sie in der Angabe bereits gegeben mit dem Blockcode von 3 Bit. Das C haben wir leider noch nicht. Also brauchen wir für das C die Formel für die Kanalkapazität von Shannon, welche gleich ist mit der Kanalkapazität, ist die Bandbreite B mal dem Logarithmus Duales wieder von 1 plus das Signal zu Rauschverhältnis. Also PS die Signalleistung, PM die Rauschleistung. Passen Sie auf, dass das PS zu PN wirklich dezimal verwendet wird. In der Angabe wird es normalerweise auch immer in dB oder dBm angegeben. Das heißt, Sie müssen hier auch entlogarithmieren. Wenn wir jetzt zurückgehen zur Angabe, haben Sie das PS zu PN hier gegeben mit 40 dB. Das heißt, wir müssen das jetzt entlogarithmieren. Wenn wir die Leistung und wir haben hier eine Leistungsformel mit Signalleistung und Rauschleistung. Wenn wir das in logarithmischer Einheit gegeben haben, dann kann ich das ja berechnen mit 10 mal den 10er Logarithmus von dieser Leistung im Dezimalen. Nun brauche ich aber die Umkehrfunktion, weil ich habe es ja logarithmisch gegeben. Das heißt, unsere Leistung dezimal ist gleich 10 hoch der Leistung logarithmisch Zehntel. Das können wir in unserem Fall nun einsetzen. Das heißt, unser PS zu PN dezimal ist 10 hoch, die logarithmische Leistung aus der Angabe war 40 dB, also 10 hoch 40 Zehntel. Oder kurz geschrieben 10 hoch 4. Für unsere Kanalkapazität haben wir nun also alles, was wir benötigen und wir können sie ausrechnen. Das heißt, unsere Kanalkapazität C ist unsere Bandbreite. Die ist in der Angabe gegeben mit einem Kilohertz, also 1000 Hertz, mal den Logarithmus Dualis von 1 plus 10 hoch 4. Und wenn ich das berechne, erhalte ich einen Wert von 13.287,86 Bit pro Sekunde oder gerundet einfach 13.287 Bit pro Sekunde. Sie sehen, dass ich das C, die Kanalkapazität, abgerundet habe, obwohl ich mathematisch gesehen eigentlich aufrunden müsste. Überlegen Sie sich auch im Hinblick auf die Klausur, warum ich das gemacht habe, die Theorie dafür. Und ich glaube, haben wir gemacht und ich glaube, ich habe es ja kurz erwähnt, ist
wichtig zu verstehen. Für unser Beispiel haben wir jetzt alles gegeben und wir können einsetzen, unsere Zeichenrate ist also unsere Kanalkapazität C durch M quer ist 13.287 Bit pro Sekunde durch 3 Bit pro Zeichen. Und ich erhalte ein Ergebnis von 4429 Zeichen pro Sekunde. Wenn Sie nun beispielsweise die Übertragung verbessern wollen, ist es also am besten zu schauen, dass in diesem Datenstrom bzw. Datenfluss die Redundanz so gering wie möglich ist, damit Sie möglichst viel Information darin übertragen können. Als nächster Unterpunkt, die Variante, haben wir nun die Frage, dass wir den mittleren Informationsgehalt für den Fall berechnen sollen, für einen Blockcode, sodass die auftretende Redundanz minimal ist. Wir wollen also, dass unsere absolute Redundanz möglichst klein wird und das heißt für uns, dass unser Informationsgehalt, der mittlere, also unser H, möglichst groß werden soll. Also unsere Entropie H soll maximal sein. Die Entropie einer diskreten, gedächtnislosen Quelle wird dann maximal, wenn alle N-Zeichen des Zeichenvorrats gleich wahrscheinlich sind. Also wenn unser P1 gleich unser P2 gleich P3 gleich P6 ist. Jetzt wissen wir, unsere Entropie ist gleich minus der Summe von I gleich 1 bis 6 von PI mal dem Logarithmus Toalis von Pi. Oder wenn wir es ausschreiben, minus mal großer Klammer P1 mal Logarithmus Toalis von P1 plus P2 mal Logarithmus Toalis von P2 und so weiter. Nun sollen aber unsere Wahrscheinlichkeiten alle gleich sein, um eben dieses H maximal zu machen. Wir können also auch schreiben, dass unser H gleich ist wie minus Klammer von P1 mal Logarithmus Dualis von P1 und das Ganze 6 mal. Ich habe 6 Zeichen, alle sind gleich wahrscheinlich, das heißt, ich schreibe einfach mal 6. Wenn ich 6 Zeichen habe, die alle gleich wahrscheinlich sein sollen, heißt das auch, jedes Zeichen hat die Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel. Also weiter minus 6 mal einem Sechstel mal dem Logarithmus Dualis von diesem Sechstel. Minus 6 mal ein Sechstel ist minus 1, das heißt minus dem Logarithmus Dualis von einem Sechstel. Da kann ich das Minus hineinbringen, ist also Logarithmus Dualis von 6.
Und das ist dann mein mittlerer Informationsgehalt. In diesem Fall ist der mittlere Informationsgehalt also gleich wie unser Entscheidungsgehalt des Zeichenvorrats, also unser I. Das können wir jetzt klarerweise auch ausrechnen und wir erhalten einen Wert von 2,58 496 Bit pro Zeichen. Dafür können wir auch wieder die Redundanz ausrechnen, also unsere absolute Redundanz groß R ist m quer minus der Entropie H, also 3 Bit pro Zeichen minus den 2,58496 Bit pro Zeichen. Und Sie erhalten als Ergebnis 0,41504 Bit pro Zeichen. Oder relativ gesehen, die relative Redundanz klein r ist die absolute Redundanz groß r durch den mittleren Binärstellenaufwand m quer, ist also 0,41504 durch 3 mal 100% und das ergibt einen Wert von 13,84%. Dieser Redundanzwert ist jetzt auch das Minimum, welches für die Redundanz bei einem Blockcode für 6 Zeichen mit 3 Bit erreicht werden kann. Also bei Verwendung eines Blockcodes und 6 verschiedenen Zeichen. 2 Bit kann ich nicht verwenden, weil 2 Bit werden nur 4 verschiedene Zeichen, also muss ich 3 Bit nehmen. Und für diesen Blockcode ist das die absolut minimale Redundanz. Jetzt haben wir noch eine zweite Variante, nämlich dass wir anstatt des Blockcodes einen Huffman-Entscheidungsbaum verwenden und auch dafür den mittleren Binärstellenaufwand sowie die absolute und relative Redundanz berechnen. Den Huffman-Entscheidungsbaum, den werden wir jetzt gemeinsam machen. Im Unterschied zum Blockcode, wo gleiche Wortbreiten, also gleich viele Bit pro Zeichen verwendet werden, habe ich hier eine unterschiedliche Wortlänge je Wahrscheinlichkeit des Zeichens. Die Idee ist, dass Zeichen mit hoher Auftrittswahrscheinlichkeit ein kurzes Codewort und Zeichen mit geringer Auftrittswahrscheinlichkeit ein langes Codewort zugeordnet wird. Als ersten Schritt dafür sortiert man dazu die Zeichen nach der Wahrscheinlichkeit des Aufkommens. Also in unserem Fall ist mit 48% das D das häufigste, danach kommt das E mit 20%, das B mit 18%, A mit 6, F mit 5 und C mit 3%. Und nun fasst man immer die 2 mit den geringsten Wahrscheinlichkeiten, also in diesem Fall das F und das C, zu einem neuen Symbol zusammen. Also ein Symbol FC, das dann Wahrscheinlichkeit 8 hat. Und dieses neue Symbol wird dann wieder in der Liste einsortiert. Also kommt hier dann zwischen das B und das A. Also wenn ich meine Liste wieder aufschreibe, habe ich mein D, mein E, mein B, mein FC und mein A mit den Wahrscheinlichkeiten 48, 20, 18, 8 und 6.
Und diese Schritte gehe ich jetzt durch, bis ich insgesamt nur mal einen Wurzelknoten habe. Also ich fasse wieder mein FC und mein A zusammen zu einem neuen Symbol FCA mit der Wahrscheinlichkeit dann 14. Das ist schon automatisch hier einsortiert, weil es nach wie vor die geringste Wahrscheinlichkeit hat. Und ich kann in einem nächsten Schritt dann dieses FCA und das B zusammenfassen. Also B, FCA hat dann eine Wahrscheinlichkeit von 32%. In meiner Liste, wenn ich sie wieder aufschreibe, also D, nach wie vor das am häufigsten vorkommende mit 48, dann mein BFCA mit 32 und dann mein E mit 20. Ich kann also wieder zusammenfassen, erhalte BFCAE als neues Symbol und einer Wahrscheinlichkeit von 52. Und in meinem Wurzelknoten dann zusammengefasst, hätte ich alle Symbole mit der Wahrscheinlichkeit 100. Das heißt, meine Normbedingung ist erfüllt. Und nun habe ich einen Codebaum. Der nächste Schritt ist so, dass ich immer die gleiche Seite mit dem gleichen Symbol beschrifte. Also wenn ich zum Beispiel hier anfange mit 0 und 1, also links 0, muss ich im nächsten Schritt wieder links die 0 nehmen. Sie können auch mit 1, 0 anfangen. Wichtig ist, dass Sie in jedem Schritt die gleiche Reihenfolge behalten. Und wenn Sie das gemacht haben, können Sie nun zu jedem Wort oder zu jedem Zeichen eigentlich ein Wort zuordnen. Dazu gehen Sie vom Wurzelknoten aus, bis Sie bei Ihrem Zeichen angelangt sind. Also wenn Sie hier zum Beispiel den linken Pfad gehen, erhalten Sie für Ihr Symbol D, für Ihr Zeichen D, das Wort 0. Wenn Sie weitergehen, hier rechts, erhalten Sie für Ihr E das Wort 1,1. Und das machen Sie nun für jedes Zeichen. Also Ihr B wäre dann im ersten Schritt hier rechts, dann 0 links, bis Sie bei Ihrem BFCA sind, von Ihrem BFCA wieder links, 0 sind Sie bei B, also 1, 0, 0. Ihr A ist dann 1, 0, 1, 1. Ihr F 1, 0, 1, 0, 0. Und Ihr C ist gleich dem 1, 0, 1, 0, 1. Wie Sie anhand der Zuordnung nun sehen können, ist die Wortlänge der Zeichen nun ganz automatisch durch Ihren Baum unterschiedlich lang geworden. Folglich heißt es jetzt auch, dass der mittlere Binärstellenaufwand pro Zeichen nicht mehr konstant ist, sondern sich geändert hat. Um diesen mittleren Binärstellenaufwand nun auszurechnen, ist es am einfachsten, wenn Sie sich dazu eine kleine Tabelle machen. Und zwar schreiben Sie in diese Tabelle die Zeichen, Ihren Binärstellenaufwand für dieses Zeichen, die Auftrittswahrscheinlichkeit für dieses Zeichen und die
Multiplikation aus den Binärstellen mal der Wahrscheinlichkeit. Dazu schreiben Sie dann die Zeichen, Ihre 6 untereinander, A, B, C, D, E, F. Und schauen die Wortlänge nach. Also hier, wenn Sie schauen, Ihr D hat eine Stelle, also ein Bit, das ist nur der 0, also 1. Ihr E hat 2. Ihr B 3. Ihr A 4. Und C und F jeweils 5. Die Wahrscheinlichkeiten haben Sie noch aus der Angabe. Also A hat 6% gehabt, B 18%, Ihr C 3%, Ihr D 48%, Ihr E 20% und Ihr F 5%. Die Multiplikation geht jetzt sehr einfach, das sind einfach die beiden Spalten miteinander, also 4 mal 6 ist 0,24, 3 mal 0,18 ist 0,54, 5 mal 0,03 ist 0,15, 0,48, 0,4 und 0,25. Der mittlere Binärstellenaufwand bei unterschiedlich langen Wörtern ist ja m quer ist die Summe über mi mal pi, und das ist jetzt der Vorteil von dieser Tabelle. Sie brauchen diese Spalte nur zusammenzählen und erhalten automatisch Ihren mittleren Binärstellenaufwand. Und wenn Sie all diese 6 Werte zusammenzählen, erhalten Sie als Wert 2,06 Bit pro Zeichen. Die Auftrittswahrscheinlichkeiten unserer Zeichen sind ja gleich wie im Unterpunkt A. Und so ist auch der mittlere Informationsgehalt bzw. die Entropie H gleich geblieben. Wir können uns also gleich die absolute und relative Redundanz berechnen. Also unsere absolute Redundanz groß R ist dann 2,06 Bit pro Zeichen minus 2,02936. Und das ergibt einen Wert von 0,03064 Bit pro Zeichen. Oder die relative Redundanz mit R gleich groß R durch M quer mal 100%. Und hier müssen Sie aufpassen, dass hier ist dann natürlich das neue m quer, was Sie gerade berechnet haben, zu verwenden und nicht die 3 Bit vom Blockcode. Wir erhalten also 0,03064 Bit pro Zeichen. Dividiert durch 2,06. Mal 100%, und das gibt eine Redundanz von 1,49%. Sie sehen also, durch die Zuordnung von unterschiedlich langen Wörtern und vor allem eben von kurzen Wörtern zu Zeichen, die häufig vorkommen, können wir die Redundanz hier sehr stark reduzieren. Also wir hatten beim Blockcode eine Redundanz von knapp einem Drittel.
und haben nun eine Redundanz in der Übertragung von 1,49%. Damit hätten wir von diesem Beispiel alles berechnet. Gibt es dazu eine Frage? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zum nächsten Beispiel. In diesem Beispiel haben wir einen Satelliten in einer gewissen Höhe, in 500 Kilometern. Und ein Techniker hat die Aufgabe, Messdaten von diesen Satelliten mit einer Bodenstation zu empfangen. Dazu muss die Antenne klarerweise von der Bodenstation auf den Satelliten ausgerichtet werden. Über diese Kurve, wie der über den Horizont fliegt, der Satellit, und wie wir mit der Bodenstation nachfahren müssen, haben wir schon eine Formel gefunden, die ist h von t ist gleich, der Feld ist gleich, 10 mal der Sinus von 0,5 mal t, also wie es hier dargestellt ist. Das schaut in der Realität so ähnlich aus, also ich habe hier einen Plot von einer Satellitenumlaufbahn eingefügt. Also angenommen, Sie sind zum Beispiel hier in der Elfenbeinküste, haben dort Ihre Bodenstation, dann taucht irgendwo auf Ihrem Horizont der Satellit auf, Sie fahren mit der Bodenstation nach und irgendwo verschwindet der Satellit wieder. Und die Antenne, die Sie haben, wird dabei mit verschiedenen Zeichen angesteuert. Diese Höhe wird bei uns in 10 gleich große Intervalle unterteilt, was so viel heißt, wie dass wir unsere Y-Achse, also ich habe hier noch mal den Plot eingefügt, das ist die Höhe über dem Horizont hier, also unser h von t, ist in 10 Intervalle unterteilt. Das heißt, ich habe hier von 0 bis 1 mein erstes Intervall, von 0 bis 2 mein zweites Intervall, bis ich dann bei der maximalen Elevation, also der maximalen Höhe, von 10 Grad bin. Also von 9 bis 10 ist dann unser 10. Intervall. Solange der Satellit in einer Elevation von 0,1 Grad über der Erde ist, also im Intervall I1, wird dem Rotor der Bodenstation das Zeichen für das Intervall 1 mitgeteilt. Also dass die Bodenstation oder die Bodenstationsantenne in diesem Bereich zeigen soll. Wir nehmen an, dass die Steuerungssoftware in konstanten Zeitabschnitten, also zum Beispiel einmal pro Sekunde, die Position für den Rotor übermittelt. Je nachdem, in welchem Intervall wir dann auf der Kurve sind, werden also unterschiedlich viele Zeichen gesendet. Anhand der Form der Kurve, die ja ein Sinus ist, sehen Sie schon, dass die Steigung hier am Anfang bzw. am Ende steiler ist, als sie es hier auf dem Plateau ist. Das heißt, das Intervall I1 hier wird also zeitlich gesehen, hier auf meiner Zeitachse, viel schneller durchflogen als mein Intervall 10 von hier bis 10. Der Satellit kommt nun also hier, Entschuldigung, kommt nun also hier über den Horizont und bleibt bis zu einem gewissen Zeitpunkt,
Also hier, wo es in das nächste Intervall geht, nennen wir den Zeitpunkt T1 in diesem Bereich. Dann im zweiten Intervall, bis ich wieder bei der Intervallgrenze bin, in diesem Bereich, also T2. Und dies weiter, bis wir halt dann am Scheitelpunkt angelangt sind. Aus der Angabe wissen wir schon, dass die Flugkurve einem Sinus entspricht, also symmetrisch ist, womit wir bei den Intervallen beim Scheitelpunkt hier aufhören können und dann einfach mal 2 multiplizieren. Also unser Intervall I1 hier zu Beginn der Kurve ist gleich steil und auch die Dauer gleich lang wie hier am Ende. In der ersten Frage ist nun also gefragt, wie man die Auftrittswahrscheinlichkeiten der einzelnen Zeichen, wenn für die Höhe 10 gleich große Intervalle verwendet werden, bestimmen kann. Die gesamte Kurve, die hier dargestellt ist, entspricht auch, da in konstanten Zeitabschnitten eben alle Sekunden Symbole gesendet werden, der Gesamtzahl der Zeichen. Also ich habe hier meine Gesamtdauer, groß T, oder eben die Gesamtzahl der Zeichen. Die Frage ist damit im Grunde, wie man auf die Zeitpunkte der Intervallgrenzen kommt. Wir haben in der Angabe ja gegeben, dass die Höhe h von t dargestellt werden kann durch 10 mal den Sinus von 0,5 mal t. Um nun das t zu erhalten, also den Zeitpunkt, müssen wir also schauen, dass wir dieses t auf die andere Seite der Gleichung bringen. Und dazu verwenden wir den Arcosinus oder Sinus hoch minus 1. Also unser h von t, wenn wir umformen, die Höhe, dividiert durch 10, ist ja dann unser Sinus von 0,5t. Und mit dem Arcosinus erhalte ich also 0,5t, ist der Sinus hoch minus 1 von der Höhe zum Zeitpunkt t, Zehntel. Unser t ist also 2 mal den Arcosinus der Höhe, Zehntel. Daraus können wir uns jetzt auch schon die Intervallgrenzen berechnen. Wir haben die Intervalle, wir haben die Grenzen der Intervalle, die, nachdem ich 10 Grad Maximalhöhe habe und 10 Intervalle habe, also bei 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter sind. Und ich kann dann einfach einsetzen. Also für den Zeitpunkt T1 erhalte ich 2 mal den Arcosinus von der Höhe der Intervallgrenze, also 1 Zehntel. Und wenn ich diese ausrechne, erhalte ich 0,2003 Rad. Rad, weil auch die Achse in Rad gegeben ist. Beachten Sie das dann auch bei der Eingabe in den Taschenrechner. Wenn Sie es mit Grad rechnen, kommen andere Werte heraus, die dann aber nicht stimmen. Und dies können wir nun für alle unsere Intervallgrenzen machen. Also für unsere Intervallgrenze T2 ist dann 2 mal der Arcosinus von Höhe 2 Grad Zehntel. Und das ergibt einen Wert von 0,4027 Rad. Für T3 ist es 2 mal den Arcosinus von 3 durch 10.
ist 0,6094 Rad. Und das können wir jetzt für alle Intervallgrenzen ausführen. Ich schreibe jetzt nur die Werte her. Das Prinzip ist immer das gleiche. Und die letzte Intervallgrenze für 10 ist dann bei Pi. Sehen Sie auch in der Kurve, die Kurve hat den Scheitelpunkt bei Pi, erreicht nur dort den Punkt 10. Somit ist auch Ihre Intervallgrenze bei Pi. Wenn Sie nun die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen wollen, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Symbol in einem gewissen Bereich ist, müssen Sie sich anschauen, wie lang, nachdem die Symbole konstant oder in konstanten Zeitabschnitten gesendet werden, wie lang also die Intervallgrenzen, wie lang der Rotor in den Intervallgrenzen ist. Also ganz allgemein geschrieben, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Intervall von x bis y sind, ist also der Zeitpunkt y minus der Zeitpunkt x gebrochen durch ihre Gesamtdauer, welche hier gegeben ist mit 2pi, also dividiert durch 2pi. Und dann, nachdem Sie einmal auf der steigenden Hälfte der Kurve und einmal auf der fallenden durch das Intervall gehen, mal 2, also nachdem der Sinus ja symmetrisch ist, einfach hier mal 2. Nun können Sie also für die verschiedenen Intervalle die Wahrscheinlichkeiten berechnen, also für Ihr Intervall 1. Die Wahrscheinlichkeit P1 ist also dann die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 0 ist, durch 2pi mal 2, da können Sie dann einsetzen, erhalten 0,2003 Rad minus Zeitpunkt 0 ist 0, durch 2pi mal 2 und Sie erhalten als Wert 0,0638, entspricht also 6,38%. Im Intervall 2, also Ihre Intervallgrenze, wo Sie von Intervall 2 auf 3 gehen, ist Zeitpunkt T2. Die Intervallgrenze, wo Sie von 1 auf 2 gehen, ist Zeitpunkt 1, also T2 minus T1. Durch 2pi mal 2 ist dann der Wert für Ihre zweite Grenze, also 0,4027 minus 0,2003 durch 2pi mal 2 und Sie erhalten einen Wert von 6,44%. Ich schreibe die anderen Wahrscheinlichkeiten wieder auf. Das Prinzip ist wieder das gleiche, also P3 wäre T3 minus T2 durch 2pi mal 2 ist dann 0,0658. Die Wahrscheinlichkeit für das vierte Intervall 0,068. Für das fünfte Intervall
0,0714. Für das sechste Intervall 0,0763. Für das siebte Intervall 0,084. Für das achte Intervall 0,0967. Für das neunte Intervall 0,1216. Und für das zehnte Intervall 0,2871. Nachdem die Wahrscheinlichkeiten jetzt berechnet sind, wie kann man schnell und einfach verifizieren, ob man sich verrechnet hat? Das geht im Wesentlichen über die Normbedingung der Wahrscheinlichkeiten, also die Summe der Wahrscheinlichkeiten über alle Zeichen. Muss 1 ergeben. In unserem Fall, wenn wir die zusammenzählen, ergibt es 0,9991. Das ist okay, durch einen Rundungsfehler gegeben. In Frage B ist nun wieder der mittlere Informationsgehalt sowie die absolute und relative Redundanz gefragt, wenn das Signal mit einem Blockcode kodiert wird. Den Blockcode, die Information brauchen wir für den mittleren Informationsgehalt noch nicht. Der mittlere Informationsgehalt, die Entropie, ist ja wieder minus die Summe von der Wahrscheinlichkeit Pi mal dem Logarithmus Dualis von Pi. Ergibt also minus große Klammer und dann gebe ich meine 10 Intervalle an, also 0,0638 mal dem Logarithmus Dualis von 0,0638 plus 0,0644 mal den Logarithmus Dualis von 0,0644. Plus drittes Intervall ist 0,0658 mal Logarithmus Dualis von 0,0658. Plus das vierte Intervall 0,068 Logarithmus Dualis von 0,068. Plus 0,0714, fünftes Intervall. Logarithmus Dualis 0,0714 plus sechstes Intervall 0,0763 mal Logarithmus Dualis 0,0763 plus 0,084 mal den Logarithmus Dualis von 0,084 plus 0,0967 mal den Logarithmus Dualis von 0,0967. Neuntes Intervall plus 0,1216 mal Logarithmus Dualis von 0,1216 plus das letzte Intervall 0,2871 mal dem Logarithmus Dualis von 0,02871. Und das ergibt in Summe einen Wert von 3,0979 Bit pro Zeichen. Gefordert ist jetzt die absolute und relative Redundanz auch noch bei einem Blockcode. Die wesentliche Eigenschaft des Blockcodes, ich habe es bereits erwähnt, ist die konstante Blocklänge.
Wie kann man nun die Anzahl der notwendigen Bits bestimmen? Das geht mit M quer, also den mittleren Binärstellenaufwand ist die obere Grenze des Logarithmus Dualis der Anzahl der verschiedenen Zeichen n. In unserem Fall ist das also LD von 10. Weil wir haben 10 verschiedene Intervalle, somit 10 verschiedene Symbole. Und das ergibt einen Wert von 3,3219 Bit. Nachdem ein Blockcode immer eine ganzzahlige Anzahl an Bits haben muss, und mit 3 Bits ich nicht auskomme, 3 Bit 2 hoch 3 ist 8, wird sich für die 10 Symbole nicht ausgehen. Deshalb wird auch aufgerundet. Heißt also, für mein M quer erhalte ich einen Wert von 4 Bit pro Zeichen. Jetzt haben wir für unsere Redundanzberechnungen wieder alles gegeben. Also unsere absolute Redundanz ist wieder M quer minus der Entropie H. Also 4 minus 3,0979 und ergibt 0,9021 Bit pro Zeichen. Und relativ gesehen, unser klein r ist wieder die absolute Redundanz groß R durch den mittleren Binärstellenaufwand m quer mal 100%. Also 0,9021 durch 4 mal 100% und das ergibt 22,55%. Wenn wir weitergehen, wird gefragt, wie viele der mit dem Blockcode kodierten Zeichen theoretisch pro Sekunde über einen Kanal mit 100 kHz Bandbreite und 20 dB Signalrauschabstand fehlerfrei übertragen werden können. Ein klassischer Fall für die Shannon'sche Kanalkapazität. Die Formel für die Kanalkapazität kennen Sie nun bereits, also das C ist die Bandbreite B mal dem Logarithmus Dualis von 1 plus PS zu PN, Signal zur Rauschleistung. Die Bandbreite ist gegeben mit 100 Kilohertz, also 100.000 Hertz mal dem Logarithmus Dualis von 1 plus 20 dB. Nachdem wir mit dem dB-Wert in der Formel nicht anfangen können, müssen wir ihn entlogarithmieren. Das heißt, wir bekommen dann 100.000 mal dem Logarithmus Dualis von 1 plus 10 hoch dem logarithmischen Wert, also 20 Zehntel. Und wenn wir das nun in den Taschenrechner eingeben und ausrechnen, erhalten wir 665,821 Kilobit pro Sekunde. Dieser Wert würde sich, wie man aus der Formel sieht, verbessern lassen, indem man entweder eine Verbindung verwendet, wo man eine größere Bandbreite nutzen kann. Das ist aber nicht immer möglich, weil manche Frequenzbänder sind von den Regulierungsbehörden reglementiert. Da bekommen Sie eine gewisse Bandbreite zugewiesen. Oder indem Sie dann, und das ist dann die einzige Möglichkeit, die Sie haben, indem Sie die Signalleistung erhöhen, also das PS zu PN vergrößern. Im Punkt D ist dann gefragt, wie groß der Informationsfluss zwischen Software und Antennenrotor ist, wenn die unter C ermittelte Anzahl an Zeichen pro Sekunde übertragen wird. Zeichen in dem Sinn haben wir noch nicht gegeben, die müssen wir
erst ausrechnen. Dazu verwenden wir ein Symbol, zum Beispiel C' ist unsere Kanalkapazität C durch unsere Wortbreite, unser M quer. Wenn Sie die Einheiten überprüfen, sehen Sie, das kommt hin, also Sie bekommen dann Zeichen pro Sekunde. Hier können Sie wieder einsetzen, Ihre 665,821 Kilobit pro Sekunde dividiert durch 4 Bit pro Zeichen. Und Sie erhalten dann einen Wert von 166.455 Zeichen pro Sekunde. Das ist auch logisch herleitbar, wenn ein Zeichen aus 4 Bit besteht und mein Kanal eine bestimmte Anzahl Bits übertragen kann, braucht man diese nur durch die 4 Bit dividieren, um die Zeichenrate zu erhalten. Aus der Theorie wissen wir jetzt, unser mittlerer Binärstellenaufwand besteht aus dem mittleren Informationsgehalt plus einer gewissen Redundanz. Das M quer besteht also nicht nur aus dem Informationsgehalt, sondern auch aus nutzloser Redundanz. Und für den Datenfluss wäre diese auch interessant, da wäre das gesamte M quer interessant. Wir wollen aber nur den Informationsfluss wissen, also wie viel Nutzinformation wird übertragen. Im Informationsfluss H' ist die Redundanz aber mit R gleich 0 gegeben, somit müssen wir in der Formel auch die Redundanz eliminieren und anstelle des M quers nehmen wir die Entropie H als Berechnungsformel. Bekommen wir also unser H' ist unser C', unsere Zeichenrate, mal H, was wir berechnen können mit 166.455 Zeichen pro Sekunde, mal dem Informationsgehalt, also dem mittleren Informationsgehalt von 3,0979 Bit pro Zeichen. Und Sie erhalten einen Informationsfluss von 515,66 Kilobit pro Sekunde. Sie sehen also, über den Kanal wird mit 665 Kilobit weit mehr übertragen, als dann wirklich an Nutzinformation, also 515 Kilobit, vorhanden ist. Zum Punkt E, wie müsste man die Intervalle festlegen, damit bei Codierung mit dem Blockcode der Informationsgehalt maximal wäre? Geben Sie dazu die geänderten Intervallschwellen an. Ja, wir haben ja gesagt, wenn wir zurückgehen auf das Bild, dass die Zeitachse hier unsere Gesamtzahl an Symbole auch darstellt. Um also gleiche Wahrscheinlichkeiten zu erhalten, müssen wir also auch diese X-Achse in gleiche Zeitabschnitte unterteilen. Aufgrund der Symmetrie des Sinus nehmen wir wieder nur die erste Hälfte und unterteilen diese in 10 Zeitabschnitte. Die Gesamtwahrscheinlichkeit dieser Hälfte ist also 50%, also 0,5, die der anderen Hälfte ebenso 50%, da alle Zeitabschnitte sowohl in der steigenden als auch in der fallenden Seite gleich oft vorkommen. Wenn wir nun die Formel von vorher für die Wahrscheinlichkeiten hernehmen, also Pxy ist gleich die Intervallgrenze ty minus der Intervallgrenze tx durch 2pi mal 2,
Und ich möchte nun eine konstante Wahrscheinlichkeit haben, dann kann ich ja umformen, nämlich ich erhalte dann das Pxy soll also 0,5, die erste Hälfte der Kurve durch 10 Abschnitte, 10 Intervalle haben, ist also 0,05 pro Abschnitt für die Wahrscheinlichkeit, also 5% für jeden Abschnitt. Und das soll konstant sein. Unser Ty minus Tx ist also 2 Pi mal Pxy, wenn wir hier die Formel umformen, ist also, wenn ich einsetze, 2 Pi mal 0,05, ist also 0,1 Pi. Meine neuen Intervallgrenzen sind also alle Vielfachen von 0,1 Pi. Das kann ich auch ausrechnen, also T0 bleibt bei 0. Dann wenn ich habe Ty minus Tx ist 0,1 Pi, folgt daraus ja auch mein Py, also die nachfolgende Intervallschwelle, ist 0,1 Pi plus Tx, die zuvorige Intervallschwelle. Heißt also, meine neue Intervallschwelle T1 ist 0,1 Pi plus T0 ist 0,1 Pi. Die nächste Intervallschwelle T2 ist 0,1 Pi plus T1 ist also 0,2 Pi. Das heißt, Sie sehen, jede Intervallschwelle wird um 0,1 Pi näher, also 0,3 Pi, T4 ist dann bei 0,4 Pi. Bis Sie bei der letzten Intervallschwelle für T10 bei Pi angelangt sind. Nachdem Sie auch interessiert sind, bei welcher Höhe nun die Intervallgrenze ist, können Sie in die ursprüngliche Formel, also h von t ist gleich 10 mal der Sinus von 0,5 t einsetzen. Also die Höhe Ihrer Intervallschwelle T1 wäre dann 10 mal der Sinus von 0,5 mal T1 ist gleich 10 mal der Sinus von 0,5 mal 0,1 Pi. Wenn Sie es berechnen, wieder darauf aufpassen, bitte, dass der Taschenrechner in Radiant eingestellt ist. Und Sie erhalten eine Grenze von 1,5643 Grad. Für die Intervallgrenze 2 erhalten Sie 10 mal Sinus von 0,5 mal T2 ist 10 mal der Sinus von 0,5 mal 0,2 Pi ist 3,0902 Grad. Ich schreibe die anderen Werte wieder her. Es sind 4,5399 Grad. Für die Grenze bei T4 5,8779 Grad. Für T5 7,0711 Grad, für T6 8,0902 Grad, für T7 8,9101 Grad, für T8 9,5106 Grad, für T9 9,8769 Grad und für T10 gleich 10 Grad.
Sie sehen hier, dass die Abstände zwischen den einzelnen Schritten immer kleiner werden, weil ja auch die Kurve nach oben hin immer flacher wird. Wenn wir dies in der Kurve einzeichnen, sehen wir, dass gerade im unteren Bereich die Rotoren lange auf einer Position stehen. Also wenn ich hier mein Intervall habe, hier mein Intervall, dann habe ich hier einen großen Bereich, wo sich die Bodenstation eigentlich nicht bewegt, weil nur ein Symbol gesendet wird, während hier oben die Abstände sehr gering sind. Also winkelmäßig gesehen. Sie sehen also, dass auch für einen großen Bereich hier unten nur ein Zeichen vergeben wird, was zwar optimal für den Informationsfluss ist, aber nicht unbedingt optimal aus der übertragungstechnischen Sicht, weil die Station länger nicht direkt auf den Satelliten gerichtet wird. In Frage F ist dann wieder für die geänderten Schwellen die Entropie gefragt. Entropie kennen Sie jetzt bereits. Das ist wieder minus die Formel von Pi mal LDPI. Nachdem alle Wahrscheinlichkeiten gleich sind, ist es minus 10 Intervalle mal die Wahrscheinlichkeit pro Intervall von 0,1 mal den Logarithmus Dualis von 0,1. Ergibt 3,32 Bit pro Zeichen. Und der Informationsfluss H' wäre wieder H mal C'. Also 3,32 Bit pro Zeichen mal 166.455 Zeichen pro Sekunde. Ergibt dann 552 Kilobit pro Sekunde. Und Sie sehen, durch diese neuen Intervallschwellen haben wir informationstheoretisch betrachtet in dem Datenfluss mehr Informationen enthalten. Gut, es ist an und für sich schon 7. Ich hätte noch ein Beispiel, wenn Sie wollen. Das ist, ich glaube, 20 Minuten ungefähr erledigt. Also, Sie können, also, ja. Ich rechne es. Sie können es sich gerne anhören, sonst ist es auch im Stream. Aber es ist an und für sich erforderlich für die Ausübung. Das dritte Beispiel ist so, dass eine Patch-Antenne mit einem zusätzlichen Verstärker für den Empfang von Signalen auf einen Satelliten verwendet wird. Also die Signale sind, also so eine Patch-Antenne, das ist eigentlich nur ein Stück Kupfer auf einem Substrat, wird vor allem bei kleinen Satelliten, wie wir sie bei unserem Institut bauen, gerne verwendet, weil sie sehr, sehr platzsparend sind. Auf diesen Satelliten wird ein Signal empfangen und das dahinterliegende System hätte gern ein Signal mit konstanter Amplitude. Dafür wird ein Automatic-Gain-Control-System verwendet, das je nach SNR eine unterschiedliche Verstärkung anbringt. Aufgrund der Wetterdaten, wie wir sie aufgezeichnet haben, kommen wir dann auf folgendes Ergebnis. Also wir haben hier Wetterphänomene, das ist
Sonne, Wolken, Regen und Nebel. Und je nach diesem Wetter wird im System eine unterschiedliche Verstärkung eingestellt. Das kommt vor allem daher, weil je nach Wetter die Atmosphäre bei verschiedenen Frequenzen unterschiedlich stark dämpft, was unter anderem zum Beispiel von der Luftfeuchtigkeit oder auch von Tropfen in der Atmosphäre abhängt. Und hier haben keinen Feind gegeben, wie in den anderen Beispielen. Also ist für uns immer interessant, was ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der einzelnen Zeichen. Dazu schauen wir in der Tabelle, also wir haben 6 verschiedene Zeichen, unser N ist also gleich 6. Und um die Wahrscheinlichkeit der Zeichen uns anschauen zu können, müssen wir die Anzahl der Zeichen für ein gewisses Phänomen, also zum Beispiel für die Sonne, im Verhältnis setzen zur Gesamtanzahl der Zeichen. Wir rechnen uns also als erstes die Summe der Zeichen aus, also die Summe der Zeichen. Dazu zählen wir einfach alle Zeichen für alle Wetterphänomene zusammen. Das wäre für die Sonne 367.920. Dann plus die Wolken sind 36.792 plus 205.120 plus 840.960 für den Nebel. Das ist eine sehr ungemütliche Gegend, wo diese Boden oder wo dieses Signal ausgesendet wird. Aber für die Bodenstation ist das okay. Er gibt in Summe also 1.450.792 Zeichen. Um die Wahrscheinlichkeiten jetzt zu berechnen, setzen wir also für die Wahrscheinlichkeit des Zeichens A, also ich habe jetzt einfach A für die Sonne, B für Wolken, C für Regen, D für Nebel zugeordnet. Die Wahrscheinlichkeit für A ist also dann die Anzahl der Zeichen für das Ereignis A, also Sonnenschein, durch die Anzahl der Zeichen gesamt. In unserem Fall also 367.920 durch die 1.450.792 und das ergibt eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 25,36%. Für das Zeichen B wären es dann 36.792 durch wieder die 1.450.792 ergibt 2,54%. Für C 14,14% und für D sind 57,97%. Sie können das wieder ganz leicht kontrollieren, indem Sie die Wahrscheinlichkeiten zusammenzählen. Also die Wahrscheinlichkeiten von den 4 Wetterphänomenen muss 1 sein in Summe. Das ist auch fast der Fall. Es kommt 1,00006 heraus. Das ist wieder durch Rundungsfehler gegeben, aber durchaus okay. Nun haben wir die Wahrscheinlichkeiten. Mit den Wahrscheinlichkeiten können wir den mittleren Informationsgehalt berechnen. Mittlerer Informationsgehalt ist wieder die Entropie, also minus die Summe von Pi mal LDPI.
ist minus mit einer großen Klammer 0,2536 mal dem Logarithmus dualis. 0,2536, also wieder unser erstes Zeichen, Zeichen A, plus 0,02536 mal dem Logarithmus dualis von 0,02536 plus 0,1414 mal dem Logarithmus dualis von 0,1414 für den Regenfall und 0,5797 mal Logarithmus dualis von 0,5797 für den Nebel. Und Sie erhalten, wenn Sie es ausrechnen, einen mittleren Informationsgehalt von 1,49147 Bit pro Zeichen. Für die digitale Darstellung wird wieder ein Blockcode verwendet, also Blockcode mit konstanter Blocklänge. Dafür gefragt ist die minimale Blocklänge und die relative und absolute Redundanz. Ich habe hier vier verschiedene Symbole, n gleich 4. Die obere Grenze des Logarithmus dualis von 4 ist klarerweise 2 Bit pro Zeichen, was dann auch unserem M quer, unserem mittleren Binärstellenaufwand entspricht. Die absolute Redundanz groß R ist wieder M quer, der mittlere Binärstellenaufwand minus der Entropie H ist 2 minus die zuvor berechneten 1,49147. Bit pro Zeichen ist 0,50853 Bit pro Zeichen. Und die relative Redundanz ist wieder dieser Wert der absoluten Redundanz, also 0,50853 im Verhältnis zum mittleren Binärstellenaufwand, also 2, ergibt also eine relative Redundanz von 25,43%. Ein Kollege von Ihnen, ein Techniker, ändert die Darstellung auf folgenden Code. Der hat gesehen, dass die Zeichen sehr ungleich verteilt sind und gibt Ihnen einen Code vor. Und die Frage dazu ist, wie wirkt sich der geänderte Code auf die absolute und relative Redundanz aus? Hat die neue Darstellung Vorteile? Sie haben nun den Binärstellenaufwand für die verschiedenen Zeichen gegeben, also Ihr M, I ist gegeben. Am besten, Sie machen sich wieder die Tabelle wie vorher. Also Sie können dann einfach die Bit wieder abzählen. Für A haben Sie 3 Bit pro Zeichen, für B 2, für C wieder 3 und für D 1. Und die Wahrscheinlichkeiten sind schon zuvor von Ihnen berechnet mit 0,2536. 0,02536, 0,1414 und 0,5797. Das MI mal PI, also dann 3 mal 0,25 ist 0,7608.
0,05072. 3 mal 0,1414 ist 0,4242. Und 1 mal 0,5797 ist klarerweise 0,5797. Für den mittleren Binärstellenaufwand wieder einfach diese Spalte zusammengezählt, also m quer ist die Summe aus mi mal pi über alle Zeichen, ergibt ein m quer von 1,8154 Bit pro Zeichen. Wieder die Redundanzen berechnet, also absolute Redundanz ist m quer minus h, ist 1,8154 minus 1,49147, ergibt eine absolute Redundanz von 0,3239 Bit pro Zeichen. Relativ gesehen wieder groß R durch den mittleren Binärstellenaufwand mal 100%. Also 0,3239 durch, nachdem Sie nicht den Blockcode haben, sondern hier die Variable-Kodierung, wieder das M quer von hier oben verwenden. Also 1,8154 mal 100%. Ergibt einen Redundanzwert von 17,84%. Hieraus sehen Sie dann auch schon den Vorteil dieser Codierung. Sie hatten ursprünglich einen Redundanzwert von 25,43%. Und konnten diesen nun verringern auf 17%. Dem Techniker ist dennoch ein Fehler unterlaufen. Es gibt eine Definition und die sagt, dass ein Code dann optimal ist, wenn kein Code existiert, welcher eine geringere Redundanz aufweist. Ich überlasse es Ihnen, sich bei dem Beispiel den Fehler zu überlegen. Es ist in der Zuordnung der Zeichen ein Fehler passiert. Es ist relativ einfach, aber wichtig zu verstehen. Ebenso gefragt ist dann das Signal zur Rauschleistungsverhältnis in dB, welches für eine fehlerfreie Übertragung benötigt wird, wenn ein Kanal mit einer Megahertz Bandbreite verfügbar ist und 2 Megabit maximal übertragen werden können. Dazu haben Sie wieder die Formel der Kanalkapazität, also Ihr C ist B mal LD von 1 plus PS zu PN. In diesem Fall ist aber Ihr PS zu PN gefragt, also Ihr PS zu PN ist gesucht. Sie müssen also jetzt die gegebene Formel umformen, also dazu dividieren Sie durch B, also C durch B ist dann Ihr Logarithmus duales von 1 plus PS zu PN. Entlogarithmieren, also 2, das Ganze 2 hochnehmen, 2 hoch C durch B ist 2 hoch langsam geschrieben der Logarithmus duales von 1 plus PS zu PN. Ist also 1 plus PS zu PN.
Ihr PS zu PN, was gesucht ist, ist also dann 2 hoch C durch B, also Kanalkapazität durch Bandbreite, minus 1. Durch diese Formel erhalten Sie dann das Signal zu Rauschleistungsverhältnis linear. Das ist in einem ersten Schritt okay. Also Sie können hier gleich einsetzen. Das C war gegeben mit 2 Megabit pro Sekunde und die Bandbreite mit 1 Megahertz. Minus 1 ist also 2 hoch 2 minus 1 ist gleich 3. Nach der Angabe ist aber das Signal zu Rauschleistungsverhältnis in dB gefragt. Das heißt, Sie müssen dann den Logarithmus davon rechnen, also PS zu PN in dB ist dann Leistungsformel 10 mal der 10er Logarithmus von diesem PS zu PN, welches linear bereits berechnet wurde, ist also 10 mal der 10er Logarithmus von 3 und das ergibt einen Wert von 4,77 dB. Und damit kommen wir dann schon ziemlich zum Ende. Der vorletzte Punkt, welcher Informationsfluss wäre mit den gegebenen technischen Implementierungen unter Verwendung des ursprünglichen Blockcodes am Kanal maximal möglich? Den Informationsfluss kennen Sie ja schon, dazu gibt es die Grenzbedingung. Nämlich, dass Ihr C, Ihre Kanalkapazität, immer größer gleich wie der Informationsfluss sein muss. Und Ihr C haben Sie gegeben mit maximal 2 Megabit pro Sekunde. Jetzt können Sie zwei Fälle betrachten. Das eine wäre der theoretische Fall. Der theoretische Fall, wenn die Redundanz gleich 0 ist, das ist in der Praxis annähernd nie der Fall, aber maximal möglich wäre hier quasi C gleich H'. Ihr H', Ihr Informationsfluss ist die Zeichenrate RZ mal H, also RZ mal, wenn man es ausformuliert, M quer minus R. Die Redundanz ist 0, also RZ mal M quer. Und nachdem im theoretischen Fall hier mit C gleich H' der Informationsfluss gleich der Kanalkapazität ist, ist also auch der Informationsfluss 2 Megabit pro Sekunde. Der praktische Fall. Wäre dann mit Redundanz ungleich 0, also wie es fast immer auftritt. Da wäre Ihr Informationsfluss H' gleich der Zeichenrate RZ mal dem mittleren Informationsgehalt H. Wenn Sie es umformen, wieder RZ mal M quer minus R. Und jetzt haben Sie ein Problem, nämlich dass Sie das Groß R nicht wissen. Die absolute Redundanz haben Sie nicht. Sie können aber die Formel weiter umformen, indem Sie für Groß R die Formel für die relative Redundanz einfügen. Sie haben ja das klein r ist groß R durch m quer mal 100%. Und wenn Sie das umformen und einsetzen, erhalten Sie für Ihr H' die Zeichenrate RZ mal m quer minus R
mal m quer durch 100%. Das m quer können Sie dann rausziehen. Sie erhalten dann die Zeichenrate RZ mal den mittleren Binärstellenaufwand m quer mal 1 minus die relative Redundanz durch 100%. Und das RZ mal m quer haben Sie gegeben. Das RZ mal m quer haben Sie nämlich vorher beim theoretischen Fall ausgerechnet und erhalten, dass dies 2 Megabit pro Sekunde ist. Das können Sie nun also einsetzen und Sie erhalten für H' 2 Megabit pro Sekunde mal 1 minus der relativen Redundanz 0,2543 und Sie erhalten einen Informationsfluss im praktischen Fall von 1,4914 Megabit pro Sekunde. Und als letzten kleinen Punkt, zur Gewährleistung der 1 MHz Bandbreite wird am Satelliten ein Filter mit einem Roll-Off-Faktor Alpha gleich 0,5 verwendet. Wie groß ist die tatsächlich belegte Bandbreite im Frequenzspektrum? Cosinus-Roll-Off-Filter kennen Sie vielleicht schon aus der Vorlesung oder aus der Signalverarbeitung. Es ist ein in der Praxis realisierbares Filter, weil theoretisch für Ihre Berechnungen können Sie rechnen mit Filtern, die unendlich steile Flanken haben. In der Praxis funktioniert das aber nicht. Also wenn Sie die Filterkurve aufzeichnen, also Sie haben auf der X-Achse Ihre Frequenz gegeben in Hertz und auf der Y-Achse Ihre Amplitude, dann wäre ein ideales Filter, ja, würde so aussehen. Also Sie hätten eine unendlich steile Flanke, alles was innerhalb dieses Filters ist, wird durchgelassen, alles außerhalb wird weggeschnitten. In der Praxis funktioniert das nicht und darum verwendet man eben zum Beispiel Cosinus-Roll-Off-Filter, die dann so aussehen, dass sie abgeflachte Kanten haben. Vorteil ist eben, man kann sie produzieren und es gibt diese Filter. Sie haben eine Grenzfrequenz und Sie haben eine Grenzfrequenz des Filters, Grenzfrequenz FG, Grenzfrequenz des Filters FR für Roloff. Sie haben eine gewollte Nutzbandbreite von B und eine Filterbandbreite B. BR. Und die Formel hierzu wäre einfach BR, also Ihre Filterbandbreite, ist Ihre Signalbandbreite mal 1 plus den Roll-Off-Faktor Alpha. Der Alpha-Faktor ist gegeben. Sie haben hier 1 MHz Bandbreite und einen Roll-Off-Faktor von 0,5. Würde also bedeuten, dass Ihr Signal am Kanal in der Realität eine Bandbreite von 1 MHz belegen würde. Damit wäre es das mit den Übungsbeispielen gewesen. Relevante Literatur habe ich Ihnen noch angeführt. Links dafür sind auch im Teach Center, die sind als E-Book verfügbar. Teilweise gibt es abweichende Nomenklatur dafür. Das ist an und für sich kein Problem. Es stiftet nur manchmal Verwirrung, wenn die Dinge anders heißen oder andere Symbole haben. Zum Übungsblatt, nächsten Montag gibt es die Fragestunde, hoffentlich live vor Ort im Hörsaal I2. Der Termin ist im
TUG Online. Am Übungsplatz sind 4 Beispiele, insgesamt gibt es 7 Punkte, die auch in die Benotung fließen. Dafür bitte ich Sie, ein Deckblatt dann bei der Abgabe zu verwenden. Das liegt ebenso am Teach Center und auf dem Deckblatt dann alle Gruppenmitglieder mit den Matrikelnummern anzugeben. Das erleichtert uns unglaublich die Zuordnung dann, wer, also zu, welche Gruppe wie viele Punkte kriegt und für welche, wer halt die Gruppenmitglieder sind. Deadline ist dann am Sonntag in einer Woche, also am Sonntag nach der Fragestunde. Am besten, Sie schauen sich die Beispiele bis dorthin an, bis zur Fragestunde, weil dann können Sie alles, was unklar ist, fragen. In dem Sinn wäre ich an und für sich mit der Vorrecheneinheit fertig.